Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir starten in eine neue Woche Grow. Und nachdem Cordula letzte Woche ja so großartig vertreten wurde, ist sie jetzt wieder da, aber kann wieder erwarten, nicht ganz normal mit den Quests weitermachen, die sie so auf dem Plan gesehen hat, sondern es gibt ein großes Event. Alle Teams sollen sich am Händler treffen. Was das Event ist, das werdet ihr gleich sehen. Ich sage nur schon mal so viel, es gibt keine Regeln. Einen wunderschönen! Wir starten in eine neue Woche Grow! Woo! Nach meiner Abwesenheit letzte Woche, aber nach meiner wunderbaren Vertretung, also anders kann man das ja nun wirklich nicht sagen, bin ich zurück und bin natürlich komplett im Bilde, was unsere Aufgaben sind. Also wir haben viel zu tun heute, soweit ich weiß, ist Freezy gerade schon dabei, unsere eine Quest zu erledigen, wo es darum geht, die Holzmöbel zum Kindergarten zu bringen. Und ich habe mich jetzt hier schon in den Drescher geschmissen für die nächste Quest, um ja, das Feld hier zu ernten. Guten Tag. Hallo. Deswegen legen wir los, würde ich sagen. Hallo. Sie müssen einmal die Arbeit liegen lassen und einmal zum Händler kommen. Was? Warum? Wir alle? Mit einem Schlepper, weiß ich nicht. Die haben irgendwas, haben die da. Da muss einmal müssen sie da hin mit dem Schlepper. Shit. Ja, okay. Okay. Ich sag so der Cordula. Oder ist sie schon überhaupt wieder da, die Cordula? Du bist jetzt noch nicht gesehen. Ich versuch mal sie anzurufen. Mach ja, das mal. Probier mal dein Glück. Ich fahr los, ne? Jo. Die Cordula hier, hallo! Hallo Cordula, hier ist der Franz Friedrich. Hallo Franz Friedrich, na, wie geht's? Sie müssen, ja, ganz gut soweit. Sie müssen einmal mit ihrer Arbeit aufhören und einmal zum Händler hoch. Zum Händler? Ja, der Herr Diemen ist schon mit dem Traktor unterwegs und Sie müssen einmal zu Fuß hinterher und sich dann einmal zusammen beim Händler melden, bitte. Okay, nur wir beide oder betrifft es hier alle Teams aus dem Ort? Ich glaube, das betrifft alle. Ah, okay, na gut, dann erwarte ich freudig Geschenke. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Super. Gut, danke für Alles die Info. Klar. Tschüss. Ja, bitteschön. Tschüss. Bin mir unsicher, ob mir gefällt, was da steht. Warum stehen da solche Geräte am Rand? Die stehen da bestimmt nicht ohne Grund. Na gut, egal. Also ich könnte jetzt natürlich auch zum Händler hüpfen, schnell, aber ich laufe jetzt einfach hin, weil warum nicht? Das hier, nee, das ist kein Sonnenblumenfeld. Gibt's ein Event? Ja, mal gucken, ne? Klingt fast danach, als wenn es ein Event gibt. We will see. Relativ weit hinten, da gibt's so ein JCB. Hallöchen! Oh Gott, musst du mich so erschrecken? Entschuldigung, Wolfgang. Hast du. Ja, ich hab grad nicht geguckt hier. Läufst du mit Scheuklappen durchs Leben? Hallo hier! Guten Tag, Cordula. Hallo, Cordula. Na, wie geht's dir? Oh ja, super. Hier ist und ja selbst. Noch einer. Hallo. Sag mal, was ist denn hier für ein Klassentreffen heute? Ja, wir wurden angerufen. Es hat geheißen, der beste Hof muss zum Händler kommen. Da sind wir. Ja, wir waren schon vorher hier. Ihr könnt wieder ja, aber es wurde der Beste verlangt, ne? Okay. Nicht der Älteste. Ich bin hier aber in dem Verkaufsgespräch. Der war's, der Älteste? Was? Der hat dich beleidigt, Wolfgang. Nee, hat er nicht. Das ist nicht richtig. Das hast du falsch aufgefasst. Als alten Sack. Nein, das stimmt nicht. Cordula? Nee, das stimmt nicht. Du als erfahrene Dudelsackbläserin müsstest eigentlich wissen, dass ich kein alter Sack bin. Nee. Ich hab noch hier also, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich hab noch nicht gedudelt. Achso, du hast ja gar nicht gedudelt. Nix mit Dudelsack hier. Hannes? Cordula! Ja, Damon! Mal schnell machen. Wie geht's dir? Ja, gut und selbst. Ach, das ist eine Katastrophe. Komm mal mit, JP. Ja, ich komme mit. Ja, toll, Mensch. Da bin ich wieder. Wie war's denn die letzte Woche? Hallo. Es war super. Kann mich jetzt jemand aufklären, was der Dudelsack hier sucht? Das weiß ich noch nicht. Welcher Dudelsack? Wo? Ich hab Dudelsack gehört. Achso, ja, ich bin leidenschaftliche Dudelsackspielerin.
Und ich hab gedacht, echt? Du bist Bienen, Bienen, nicht Königin, Freundin. Ja, ich bin Multitalent. Ach so, entschuldige. Ja, ja, Bienen. Ja, wusstest du, dass Bienen wirklich gerne dem Geräusch eines wohlklingenden Dudelsacks lauschen? Das habe ich schon mal gehört. Deswegen gibt es auch so viele Bienen in Schottland. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja die schottische Dudelsackbiene. Das ist auch eine sehr bekannte Art dort in Schottland. Wissen wir ja, ne? Haben wir alle gelernt. Genau, das stand auch letzte Woche tatsächlich erst in der Bienenzeitschrift. Habe ich gelesen, Seite 3, ganz oben, habe ich gelesen. Ja, hast auch gesehen, von wem natürlich. Der Artikel war? Habe ich ein Abo, natürlich, habe ich gesehen. Ja. Ja, hast und also Abo? Genau. Natürlich. Premium? Auch das. Was kostet denn das Abo? 5,99 im Monat. Boah, das ist mir zu teuer. Kannst du mir die Hefte geben, wenn du fertig bist? Tauscht ihr immer eure Heftchen untereinander aus? Ja, natürlich. Ach, schön. Das macht man so in einem Gemeinschaftsprojekt. Und kleben die dann manchmal, wenn man so ein bisschen Honig da so drauf macht? Ja, ab und zu muss man auch mal ein bisschen naschen beim Lesen, ne? Honig ist lecker. Ja, ja. Wir lieben Honig. Ja, Honig. Super. Wir machen uns auch Honig auf die Bratwurst. Oh, dann karamellisiert die so. Eben, das ist ja der Witz daran. Das Feinschmecker. Feinschmecker. Ja, würde ich sagen, ne? Aber ja, doch, doch. Wunderbar, das gefällt mir. Wir müssen uns mal zum Grillen treffen. Sehr gerne. Wir haben auch noch eine Verabredung zum Bienenstich, ne? Ich will ja, das stimmt, erinnern. Das stimmt. Aber grillen dann natürlich vegetarisch, ist ja klar. Ja, natürlich. Ja, weil Tiere sind Freunde. Ja, Fische auch. Ja, Fische auch. Ne, Fische sind ja auch Tiere, oder nicht? Ja, ja, aber da gibt's, ne? Ich finde, wir sollten Fische döppen gehen. Was sollten Fische? Wir? Was sollten wir? Fische döppen gehen. Döppen? Döppen. Was ist das? Was ist das für ein Kauderwelsch? Wenn man schwimmt, jemanden döppen, unter Wasser drücken. Oh, nein, sowas machst du? Fische? Immer. Fische? Wie schnell? Was hast du für Reflexe, dass du Fische runterdöppen kannst? Ja, wenn die... Der hat die gefangen, bewusstlos gemacht und dann... Ja, genau. Da schmeißt er sie zurück wegen schlechten Gewissen. Ich habe ja gehört, in manchen Orten hier in unserem schönen Land gibt es so Fischhexenanlagen. Doch. Ganz, ganz schlimme Sache. Oh nein, das ist nicht gut. Ja. Wunderschönen guten Tag zusammen. Guten Tag, hallo. Hallo. Wohin muss ich gucken? Guten Tag. So, sind wir komplett. Ja. Haben Sie alle einen Schlepper mitgebracht? Nein. Ja, natürlich. Ja. Damon, hast du einen Schlepper mitgebracht? Ja. Sehr gut. Ich habe meinen Schlepper immer dabei. Wir haben sogar drei mit. Das ist ja sehr schön. So, Sie wissen, worum es geht, ja? Ja. Nee. Nee. Also, wir haben ein Feld. Zuckerrüben ernten, nicht? Wir haben ein Feld mit Zuckerrüben. Die Nummer 42. Jedes Team soll bitte 30.000 Liter Zuckerrüben ernten und zum Rübenverkauf bringen. Wo ist denn der? Bitte für die nächste Frage. Nee, das war die einzige Frage, die ich hatte. Kannst du ganz einfach rausfinden. Gucken Sie mal in deinem Tablet auf Zucker rüber. Hab ich schon, alles gut. Unter der Tankstelle da, ja. Ja, genau. Gut. Also, die Quests machen alle Teams gleichzeitig, die aber neu dazukommen, so im Hof. Keine gute Idee. Ohne Regeln. Was? Es ist keine Regeln. Wir hätten den Fronter da mitnehmen sollen. Alles. Bam. Ziel ist es, 30.000 Liter Zuckerrüben pro Team beim Zuckerrübenverkauf abzugeben. Kontrolliert denn das? Das wird kontrolliert, keine Ahnung. Weil es keine Regeln gibt. Wir haben die Hohe Kammer. Okay, alles klar. Das ist die Stopp. Die kennst du doch schon, Wolfgang, die Hohe Kammer. Das ist die einzige Regel. 30.000 Liter Zuckerrüben, vom Feld 42 im Rübenverkauf. Der Rest, viel Spaß. Tschüss! Stopp. Und wieder zurück, okay, alles klar, bin wieder da. Die halbe Mannschaft ist umgefahren, Krankenhaus. Also, dahinter Landini mit Zuckerrübenausstattung. Warum darf denn Damien jetzt hier schon arbeiten? Du darfst Damien denn hier schon arbeiten? Der ist eh verkehrt, weil da diese Rudolf-Anhänger sind dafür gedacht. Ja Damien. So. Hallo. Also. Stopp. Damien, jetzt sei doch mal kein Spielverderber hier. Ich habe noch nicht. So, alle fertig? 5 Minuten Drahtzeit für Damien. Okay, alle durch? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Ey, die hat mich geschubbt, die Cordula. Was soll ich nehmen? Die hat sich vorgedrängelt. Nimm, was du kriegen kannst. Nimm immer hinten der JCB. Ich hab einen Roder. Nimm den Traktor draußen an, Anhänger, los geht's. Wilma. Hey, Cordula, lass mich doch bellen. Oh, Cordula, nicht schlecht. Cordula. Ja, geh den bitte von unserem Feld runter. Hallo. Unfassbar. Fahr, Junge! Ich kann nicht! Halt sie auf, Hannes! Ich halte sie auf! Komm mal mit, Wilma! Ja, ich bin unterwegs. Was ist denn hier los? Ich kann nicht! Was ist denn hier los? Ich... Jetzt hab ich ihn!
Fahr weg, fahr weg, fahr weg! Ja! Scheiße! Oh, mein Trägerkamentchen hat mir das bewegt. Oh, jetzt block ich dich. Oh nein, der Traktor ist ja fast leer. Das reicht noch. Ich glaube, da hat jemand falsch abgebogen. Damon, lass uns mal telefonieren hier für uns, du. Ja. Taktik und so. Ja. So. So. Ja. Ich komm den Berg hier, komm hoch. Ich sehe es die anderen auch nicht da vorne. Oh, shit. Ja, hast du gesehen, ob es Unterschiede gab bei den Geräten oder ist das alles das Gleiche? Es sah für mich alles das Gleiche aus. Ist das unser Leistungs-, nicht unser Leistungsstecker-Traktor, den du bei hast, nee, oder? Nee, nee. Shit. Oh, oh. Ich muss nachher definitiv wechseln. Ja, 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 ja. Vielleicht solltest du das jetzt machen, schon direkt. Ich würde ich auch sagen. Ja, fahr direkt. Direkt. Ja. Ach du Scheiße. Ich fahr hier runter, alles wird gut. Hoffe ich. Alles wird gut. Ja, alles wird gut. Sehr gut. Ja, man kann theoretisch Zuckerrüben von den anderen klauen. Deswegen müssen wir immer das Ding einklappen. Ja. Hey, die schieben mich hier hoch. Ja, ist doch gut. ich hab deinen Sensei war hier. Mein Sensei? Aha. Dein Bienen-Sensei, hat er gesagt. Ja. Und, hast du was gelernt über Bienen? Nee, aber wie man Scheiße baut. Ich bin ganz ehrlich, 2 Stunden weiter mit ihm gearbeitet und er hätte mich auf eine dunkle Seite gezogen, wo ich nicht hin will. Okay. Oh mein Gott, Han. Oh mein Gott. Er war aber sehr nett, freundlich. Ernte ich? Ja. Er hat auch für uns eine schöne Mission fertig gemacht, das mit dem Bildersuchen. Ja. Also er hat wirklich gut mitgearbeitet. Hä, ernte ich? Ach, jetzt. Meine Güte. Alles? Ja, das ist, ich sich mal senken und ernten und anschalten und alles Mögliche. Du musst aufpassen, es ist Fruchtzerstörung an, ne? Ah, okay. Lol, ich fahr 2 km/h. Ach du Kacke. Fahren die anderen auch nur 2 km/h oder nur du? Na, die sind schon wieder bergab unterwegs. So. Aber ich glaube, alle haben ja die gleichen Traktoren. Ach ja, was hast du denn im Norden über das Bestäuben jetzt gelernt? Gibt es eine neue Technik? ja, ich habe so hab da so einen Ratgeber gefunden, der heißt Kammerbienstra. Ah, oh, okay. Genau. Ich weiß jetzt alles über das Bestäuben und alles sowas, ja. Ja, bin das jetzt ja Profi. Gut. Also meinst du, können wir bei unseren Bienen auch bald die neue Technik anwenden, ja? Unbedingt. Wie viel müssen wir? 30.000? 30.000 Liter, ja. Boah. Wie viel hast du drin? 1.200. Oh je. Boah, ich komm kaum. Es ist tatsächlich klug, was die anderen hier gerade machen. Die tauschen gerade den Traktor. Die machen den leistungsstärkeren Traktor. Warum haben die eigentlich einen JCB?
Haben die sich etwa Geräte geholt? Ich hab keine Ahnung. Das ist halt gerade richtig nachteilig für uns, dass wir unsere Skillpunkte noch nicht ausgegeben haben, ne? Ja, ich wollte auf dich warten, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja. Boah, ich mach hier alles kaputt, ja, ne? Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das klug ist, ob du das machen solltest da gerade. Nee, ich bleib hier stehen, das ist... Oh, nee. Alles kaputt fahren, damit einfach keiner 30.000 schafft, ist auch eine Taktik. Oder das. Ich versuche dich anzuschieben, damit du schneller wirst, weißt du? Ich hoffe nur, dass das hilft. Ach, das machen die anderen auch. Ah, jetzt check ich, warum die da so nah hinterherfahren. Mindestens bei hoch, finde ich, bei ab. Boah. Ich komme hier kaum hoch, ey. Ja, ja. Ich würde einfach kreuz und quer fahren. Ja, ich weiß, weil ich komme hier nicht weiter hoch, so. Ich muss eigentlich wieder bergab fahren, aber boah, ich habe ein bisschen Angst, dass wir das hier alles zerstören und gar nicht auf die 30.000 kommen. Ach, doch locker, bei diesem Feld. Ja, aber ich habe erst 2.500. So, ah, kommt drauf an, wie es gedüngt, ja, okay. Und wenn so viel kaputt gemacht gefahren wird, I don't know. Jetzt bist du schneller als ich. Wie passt da bei dir rein? Ich... Ach, wie viel ist das? 7.000 oder sowas? Ja. Boah, ich überlege gerade auch, hätte man sich theoretisch einen Traktor ausleihen dürfen, einen stärkeren oder so? Gibt keine Regeln. Naja, ne? Wir können uns auch einen Vollernter eben kaufen. Es ist halt ehrlich so, ne? Wollen wir das machen? Oh mein Gott, wie sie einfach vor mir hier alles kaputt fahren. Frech, frech. Hab ich auch gemacht. Und bei denen... Nein! Fein, 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 fein! Du hast... Oh, wer war das? Manus, das war so klar. Ruf mal beim Händler an. Und dann? Warte, ich rufe an. Und was geht? Ja, okay. Ring, ring. Ja, guten Tag, hallo. Ja, hallo, die Cordula hier. Sie, ja, ich bin beim Händler, richtig? Ja, das ist richtig. Ja, ich habe eine kurze Frage, sagen Sie. So ein Zuckerrüben-Vollernter. Könnte ich mal den ausleihen? Nee. Warum haben nicht? Sie dafür eine Quest, wo Sie den brauchen? Ja, dringend. Aber ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ja, Sie wollen ja bei uns was mieten. Ja, richtig. Und ich gebe Ihnen ja Geld dafür. Deswegen müsste es doch eigentlich egal sein. Ja, nee, da Sie kein Geld besitzen. Also, Mann, da sagt mein Konto aber was anderes. Ja, das mag sein, aber in dem speziellen Fall ist Ihr Geld nichts wert, deswegen kann ich da nichts einfach so vermieten. Das tut mir leid. Wenn Sie einen besitzen oder dazu eine passende Quest haben, wo Sie den bräuchten, dann würden Sie den gestellt bekommen. Ansonsten tut es mir sehr leid. Naja, aber ich muss gerade Zuckerrüben ernten. Ist das nicht Aufgabe genug? Aber dafür haben Sie ja Technik gestellt bekommen. Ja, aber schlechte Technik. Ja, das mag sein. Und es wurde gesagt, es gibt keine Regeln. Ja, nee, also mieten geht bei uns nicht. Ich würde ihn ja kaufen. Ja, mit welchem Geld? Ja, mit dem auf meinem Konto. Da sind fast 1 Million drauf. Haben Sie dafür einen Levelpunkt ausgegeben, dass Sie sich sowas holen können? Nö. Dann tut's mir sehr leid. Dann müssten Sie mal mit der Hohen Kammer sprechen. Vielleicht können die Ihnen da weiterhelfen, aber da kann ich leider nichts tun. Gut. Dann wohl nicht. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Okay, wir können keinen... Können nichts ausleihen. Schade.
Ja. Oh, wenn du halt so viel kaputt fährst, ey, ich hab wirklich Angst, dass wir nichts mehr haben dann. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ich stehe halt hier quasi auf dem Schweine. Warum blocke ich die eigentlich? Ich sollte die da oben blocken. Kommst du da durch oder schaffst du das da? Nee, ich werde halt auch blockiert. Echt jetzt? Ja. Ich komm. Ja, alles gut, jetzt ist er weg. Ich bin ehrlich, Chat, ich finde das nicht so gut, dass wir hier so viel kaputt fahren. Ich glaube nicht, dass wir uns damit einen Gefallen tun. What the fuck? Ist das Freezy, der liegt? Das darf nicht sein! Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Ja. Geh weg! Man macht sowas nicht. Ich möchte jetzt eine Entschuldigung, dann würde ich dich wieder fahren lassen. Entschuldigung? Möchtest du, versprichst du mir, dass du das nie wieder machst? Wenn ihr das auch versprecht. Wir waren nicht einmal bei euch. Also ich weiß nicht warum, aber wir waren nicht einmal bei euch. Ja, okay. Nein, wirklich nicht. Ja, okay. Oh, wie liegt sich so? Eigentlich ganz gemütlich gerade. Willst du dich dazulegen? Cordula? Ja. Cordula, wie voll bist du schon? Soll ich dich abtanken kommen? Du, ich fahr 2 km/h, weil mich hier niemand anschiebt, von daher egal. Ich lieg auf der Seite. Der hat bessere Sachen zu tun. Ich seh das schon. Der hatte nämlich vor, uns hier ein bisschen an der Ente zu stören und da habe ich mich auf die Seite gelegt. Ist ja nicht so, dass das ein Wettkampf ist, du. Ist ja alles ganz entspannt. Ja, so ist ja der Damien, ne? Also Cordula. Ich hab jetzt Entschuldigung. Du musst dir mal ein bisschen erzieherische Maßnahmen hier einleiten bei dem Kollegen. Da ist Hopfen und Malz verloren, du. Okay. Los! Ja, das weiß ich. Das glaube ich dir. Du bist. Na gut. So, naja, gut. Machen wir da jetzt. Warte mal kurz. Am besten hältst du nicht an deine Regeln. Lass ihn so Spaß. Also so werden wir hier definitiv nicht vorankommen. Ja, ich fahr gleich quer. Ich wollte hier nur hoch noch. Wenigstens was mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt mit dem nur beim Runterfahren ernten. Also sind wir mal ehrlich, Chat, das ist halt eh verloren schon.
glaube nicht, dass man schneller ist, wenn man nur die kurzen Seiten erntet. Weil da muss man ja, also guck mal, wie steil das da vorne ist. Ist ja auch mega eng. Das ist die falsche Seite. Wie viel haben wir eben abgeladen, Chat? Wie viel Tausend waren das? Wir haben doch noch nicht mal 10.000. Guckt euch mal das Feld an. Wir haben gerade mal 8.000 Liter. Wie soll ich denn hier auf 30.000 kommen? Das schaffen wir niemals. Die sind voll. Oder 6.000, ne? Ich fahre jetzt mal schnell hoch und dann wieder runter, mal gucken, ob das besser geht. Anhänger packt keinen 30.000. Ja, nee, darum geht's ja nicht, aber also selbst wenn es nur 10.000 sind, sind das 10.000, die wir noch nicht mal ansatzweise haben. Zusammen 30.000 zu ernten. Bin mir jetzt unsicher von der Formulierung, ob sie nicht gesagt haben, jedes Team. Naja, was steht denn in der Quest drin? Ernte 30.000 Liter Zuckerrüben von Zahlen und bringen diese zum Rübenverkauf. An sich schon, jedes Team, ja. Ich glaube auch nicht, dass das Feld es hergibt. Ist halt die Frage, ob nur einer... Ich könnte mir gut vorstellen, dass nur ein Team die Quest abschließen kann. Ich glaube das, wie gesagt, auch nicht, dass wir hier alle 30.000 runterkriegen. Cordula, meinst du, ich soll schon mal verkaufen fahren einmal? Ja, ja, mach ruhig. Dauert eh eine Weile, bis ich wieder voll bin. Ja. Oder soll ich noch warten? Nee, also ist, glaube ich, egal. Ja. Und
Na gut. Cordula, beim Berg runterschieben, wenn ich dich da schiebe, da bremse ich dich, glaube ich, aus, ne? Weiß ich nicht. Ich fahre halt 10 km/h. Ja. Also, aber die fahre ich auch ohne dich. Also, das ist eigentlich egal dann. Ah, okay. Ich fahre jetzt auch bergauf einfach ohne eingeschaltete Geräte hoch und ernte nur bergunter. Ja, ja, ja. Aber ich glaube trotz, also das Feld wird nicht 30.000, also nicht 90.000 Liter hergeben. Meinst du nicht? Nee. Eigentlich gibt es auch immer so viel. Ja, aber guck dir das Feld mal an. Ja. Wie viel Liter hast du im... 12.447 Liter. Ja, überleg mal, das ist halt noch sau viel. Nun gut, schau mal. Ja. Okay, Chat und YouTube. Dann sind wir mal schon wieder am Ende der Folge. Also, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir Zeit vergeuden. Aber we will see, ob wir hier 30.000 runterkriegen oder nicht. Ich glaube es eh nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen, ob es noch was wird. Tja, Cordula und Damon hatten da wohl nicht ganz so die gleiche Strategie, wie man an diese Team-Challenge herangehen sollte. Sie endet also damit, dass Cordula mit 1 km/h im Berg hochfährt und Damon mit dem Traktor auf der Seite liegt. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht die ganz richtige Strategie war, aber wir werden dann in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht und ob die zwei noch eine Chance haben, diese Challenge als erstes abzuschließen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich selber deinen Daumen nach oben und gerne natürlich auch jeglichen Kommentar. Wenn du mal bei den anderen vorbeischauen möchtest, natürlich die Kanäle auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder.